Hi und herzlich willkommen zu meinem Montag-Livestream. Heute mache ich eine Stunde für dich, in der wir sehr tief in unseren Wundbereich eintauchen. Ich habe sie Slowly, Madly, Deeply genannt, ein bisschen an dem Song angelehnt, denn ich wollte einfach mal was ganz Langsames, sehr tiefgründiges, intensives machen, um die Stärke wirklich von Grund auf aufzubauen, dass wir nicht schummeln und anfangen, falsche Bewegungen zu machen und uns irgendwie aus dem Schwung eventuell dann diese weite Bewegung rauszuholen, sondern wirklich aus der Kraft jede Faser spüren. Das habe ich mit euch heute vor und wir starten direkt rein. Ich habe wieder eine Playlist für euch in den Kommentaren verlinkt, dass ihr euch eine Musik anmachen könnt, wenn ihr möchtet. Genau, haltet eine Flasche Wasser bereit, auch für den Fall, dass ihr noch was trinken möchtet. Genau, also macht euch gerne Musik an, ansonsten auch gerne ohne Musik. Wir fangen diesmal nicht im Stehen, sondern im Sitzen an. Einmal schön auf der Matte ankommen, die Kniekehlen kannst du greifen und dich schön langziehen nach oben Richtung Decke. Atme ein, richte dich auf und versuch zu spüren, wie du mit der Einatmung dich ein bisschen verlängerst und zwischen jedem Wirbel ein bisschen mehr Platz kriegst, dass sich etwas nach oben zieht Richtung Decke. Und von hier roll dich nach hinten rund in so eine schöne runde Kurve, die C-Kurve. Und hol dich wieder hoch. Versuch das Ganze erstmal mit Hilfe der Arme, aber du brauchst die Arme eigentlich gar nicht. Das kannst du auch alles schon aus dem Bauch machen. Die Schultern ziehen nach hinten unten, bleiben immer schön weg von den Ohren. Und du ziehst dich langatmend ein und wieder aus. Rollst dich langsam ab, bis sie immer ein bisschen tiefer gehen. Und roll dich auf. Beweg dich langsam und konzentriert. Sei ganz bei dir heute. Und atme ein, wenn du hochgehst. Und aus, wenn du wieder runtergehst. Zieh die Schulterblätter hinten zusammen, wenn du oben ankommst. Und hol dich ab. Sehr gut. Wir legen einen drauf. Wir nehmen die Hände Richtung Decke, als würden wir an einem Baum eine Frucht greifen. Ziehen uns ganz lang und wieder runter. So tief du gehen kannst. Schön das Becken einrollen und wieder hoch, so hoch du kannst. Zieh dich lang, zieh dich langsam lang. Oh, und wieder runter, ganz langsam. Zieh dich hoch, greif wieder nach etwas oben an der Decke, die Frucht am Baum und lass dich langsam wieder runter. Sehr gut. Komm noch einmal oben an und jetzt greif mal mit rechts und mit links und mit rechts und mit links, dass du einmal jede Seite ein bisschen länger machst und dann die andere. Das sind ganz kleine Bewegungen, aber wir sind schon sehr intensiv. Versucht dabei, die Schultern nicht zu den Ohren wandern zu lassen, sondern aus dem Rücken zu bewegen und aus der Seite. Sehr gut. Und bring die Arme wieder runter. Hier machen wir mal, als hätten wir ein Seil und würden uns an dem Seil nach vorne ziehen. Öffne dabei die Beine. Und dann lass dich langsam an dem Seil wieder herunter, in die Knie wieder zusammen, also wieder parallel zueinander und hol dich wieder hoch. Komm nach unten. Einmal lande und roll dich langsam wieder ab. Sehr gut. Und roll dich hoch. Öffne die Knie, lass sie zur Seite fallen und hol dich wieder hoch. Ein letztes Mal. Zieh dich an dem Seil nach vorne
Lang, mach dich einmal rum, bleib kurz hier. Atme in den Rücken rein. Und roll dich langsam an den Seiten. Wieder hoch, sehr gut. Bring die Arme nach vorne zusammen, rund im Kreis. Lehn dich nach hinten, soweit du kannst, dass du den Rücken noch gerade hältst. Und dann dreh dich nach rechts, atme aus. Und nach links. Ganz langsam. Und verbringe deine Wirbelsäule einmal um sich selbst. Auch hier mit der Ausatmung verbringst du dich. Mit der Einatmung kommst du zur Mitte. Und aus, verbring dich. Halte den Rücken gerade und gespannt. Und ein letztes Mal nach links. Und von hier halt dich und roll dich langsam, langsam. Sehr gut. Komm in eine schöne Position am Boden an. Wir gehen in den klassischen Pelvic Curl. Schau, dass deine Beine circa hüftbreit stehen. Deine Schultern sind hinten schön an der Matte festgeklebt. Und du hast unter dir ein bisschen Platz. Und mit der Ausatmung rollst du dein Becken nach hinten ein und kommst nach oben. In die schöne diagonale Rampe. Die Knie gehen ein bisschen zusammen, als würdest du was festhalten wollen zwischen ihnen. Und fühl dich erstmal in diese Position rein. Zieh die Knie nach vorne raus. Mach dich lang. Und roll dich langsam aus dem Brustbein aus. Hinab. Und roll dich ab. Roll dich hoch. Ganz langsam jeden kleinen Wirbel mitnehmend, ganz bewusst. Roll dich auf. Komm ganz oben an, so hoch du kommen kannst. Ohne dabei den Bauch zu verlieren, lass den Bauch immer schön angespannt. Und roll dich hoch, aus der Matte raus. Halt dich oben mit der Einatmung und aus. Von hier, aus dem Brustbein, Richtung Becken. Und roll dich auf, zieh dich raus, hoch. Die Knie wieder schön zueinander zeigen lassen. Und roll dich ab, sehr gut. Wir rollen uns noch einmal. Schön hoch. Halte diese Position. Finde eine schöne, stabile Position. Verlagere dein Gewicht auf links. Und bring das rechte Bein in 90 Grad Winkel hoch. Dann das linke Bein. Wir üben jetzt ein bisschen die Gewichtsverlagerung. Halte dabei schön die Verbindung zwischen Becken und Rippen. Und ganz schön sanft mit den Zehenspitzen aufkommen und langsam diesen Fuß wieder aufstellen. Sehr gut. Wir machen hier schöne Kraft, Ausdauer, Stabilisierungsarbeit der kompletten Körperrückseite. Sehr gut. Denk dir auch hier, als hättest du so eine Scheibe zwischen dir, die dich in eine Hälfte teilt. Und an dieser Scheibe entlang ziehst du deine Knie, quasi jetzt würdest du so entlang gleiten, immer auf einer Ebene. Sehr gut. Okay, wir lassen das Gewicht auf links, bringen das rechte Bein hoch und kommen dann mit dem Becken runter und heben an 1, 2, ganz kontrolliert, 3, und 4 und 5, wir machen 10, 6, 7, 8, 9, 10, halten,
streck das obere Bein zur Decke und zieh die Zehen einmal ran. Halte dich hier für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bring das Bein runter, stell es ab. Verlagere das Gewicht auf rechts, links geht hoch. Und wir tippen mit dem Becken am Boden und hoch. Auf rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und 4, 3, 2 und 1. Halte oben, bleib auf der Position, streck das Bein Richtung Decke, zieh die Zehen einmal ran und wir halten für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Bleib oben. Wenn du brauchst, setz kurz ab. Ansonsten bleib oben, um noch ein bisschen zu intensivieren. Von hier heben wir jetzt einmal die Fersen an. Halt die Knie immer in einer Linie trotzdem. Und dann hebst du die Zehen an. Wir wechseln ab. Fersen und Zehen. Fersen heben und Zehen heben. Sehr gut. Einmal die kompletten Unterschenkel auch mal mitbearbeiten lassen. Sehr gut. Wir machen noch 10. 9 meine ich. 8. Halt dein Becken oben. 7. 6. 5. 4. 3. 2 und 1. Sehr gut. Roll dich von oben nach unten langsam ab. Bring einmal die Knie Richtung Brust. Entspann dich ganz kurz im unteren Rücken. Es ist fantastisch, was so ganz langsame Bewegungen, die normalerweise macht man da viel mehr von, wenn man schneller macht, was das trotzdem auslösen kann. Wenn du noch eine Pause brauchst, bleib noch einen Moment und roll dich. Ansonsten gehen wir direkt weiter. Bring die Füße zusammen. Die Knie gehen jetzt auseinander. Wir gehen wieder nach oben, weil wir so Schmetterlingsform öffnen wir. Und 1, 2, 3, ganz langsam, 4. Die Fersen heben mit ab. 5, 6, spür deine Beininnenseiten, wie sie arbeiten. 7, 8 und 9, 10. Halt hier oben und bring einmal die Knie zusammen und öffne für 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Roll dich langsam runter. Nimm einmal deine Füße und Fußsohlen in die Hand und öffne dich im Happy Baby Pose oder in der Happy Baby Pose. Lass die Knie Richtung Boden sinken. Wenn du möchtest, kannst du die Beine auch strecken und einmal die Beininnenseiten strecken, die Rückseite und deinen unteren Rücken entspannen. Spür mal nach, was für einen Effekt das schon auf dich hatte. Und entspann dich. Lass einmal die Beine zur Seite öffnen. Entspann die Muskeln, lass
die Muskeln ganz leicht wippen. Oder auch ganz leicht gebeugt, die Beine kannst du auch lassen. Ein bisschen dagegen drücken, ein bisschen entspannen, locker. Sehr gut. Bei mir gehen wir jetzt auch in den Bauchmuskel per se teil. Die sind ja immer mit dabei. Wir bringen die Hände hinter den Kopf, stellen die Füße schön auf und kommen direkt hoch in den Chestlift. Ganz kontrolliert. Oben bleiben. Und langsam wieder runterlassen. Lass den Kopf wirklich in den Händen und spür, wie du, während du hochkommst, deine Bauchmuskeln benutzt. Nicht deine Arme. Lass deine Arme wirklich entspannt in der Position bleiben und fang an, dich langsam hochzuziehen. Aus den Bauchmuskeln. Steuer das mal bewusst an. Ich ertappe mich selbst auch noch dabei, dass ich mich hochziehe mit meinen Armen, dann habe ich aber nicht die Bauchmuskeln, dann habe ich was anderes. Und hol dich hoch im Chestlift. Lass dich langsam wieder runter. Komm ein letztes Mal hoch im normalen, ganz klassischen Chestlift. Bleib oben, so hoch du kannst. Hol dich einmal noch ein Stückchen höher. Bring die Hände wieder hinter den Kopf. Und rotiere nach rechts, zur Mitte, bleib oben und nach links. Und hier versuchst du die Schulter Richtung äußere Beckenkante zu bringen, nicht den Ellenbogen Richtung Knie. Die Ellenbögen bleiben, wo sie sind. Derselben Distanz zueinander. Komm zur Mitte. Und muss hier nach links. Ein und aus. Achte jetzt mal darauf, ob dein Nacken sich angespannt fühlt. Meiner tut es. Ich arbeite zu wenig aus dem Bauch. Und entspann nochmal aktiv deinen Nacken. Und hol dich hoch. Sehr gut. Noch einmal nach rechts und einmal nach links. Halte dich in der Mitte, lass kurz den Nacken nochmal entspannen. Jetzt machen wir eine andere Übung. Wir bringen entweder nur einen Arm oder beide Arme über Kreuz auf die eine Seite und ziehen nach oben. Als würde uns jemand nach vorne über Kreuz ziehen. Eins, zwei, drei, wenn du möchtest, kannst du auch nur einen Arm nehmen. Vier, fünf, sechs, ganz langsam. Sieben, acht, neun und zehn. Halte dich oben zur anderen Seite in die andere Diagonale. Lass dich nach vorne rausziehen. Eins und zwei. Drei, vier, fünf, stabilisier deine Knie, sechs, sieben, veranker deine Füße, acht, neun und zehn. Halte dich, bring, komm einmal nach hinten, Arm Richtung Decke. Wir kommen jetzt noch einmal hoch. In die Mitte atmen, hoch, zieh dich hoch und dann tippen wir rechts und links und rechts und links. Und wir machen noch 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Lass dich absinken, die Finger mit den Armen nach hinten. Öffne deinen Bauch, den ganzen Bauchbereich einmal entspannt nach hinten öffnen. Atme tief in den Bauch ein. Sehr gut. Von hier bring einmal die Arme zur Seite, bring die Beine in den Tabletop und wir machen eine kleine Entspannungsübung nach rechts. Lass Knie
Richtung Boden sinken. Und dann holen Sie auch hier wieder ganz, ganz gezielt zurück. Lass Sie langsam absinken. Du kontrollierst die Bewegung. Und jetzt fang an. Aus dieser schrägen Bauchmuskulatur ziehst du ganz langsam deine Beine zurück und holst sie wieder in die Mitte. Kannst du dir das ein bisschen vorstellen wie so ein Akkordeon oder so eine, genau, ein Akkordeon, wie es sich langsam wieder zusammenfaltet und sind dann den Rest vom Akkordeon, die zweite Hälfte, der zurückholt, zusammen. Und atme ein und aus damit. Sehr gut. Wenn du magst, kannst du das auch mit gestreckten Beinen machen, um dich ein bisschen mehr zu challengen. Aber ich denke, es ist auch mal ganz gut, ein bisschen weniger intensiv und dafür ein bisschen bewusster zu arbeiten. Ich mag es auch immer ganz gern Full Power. Aber manchmal lohnt es sich, ganz leise zu sein, so in Anführungsstrichen. Und einfach mal dem Körper ein bisschen die Möglichkeit zu geben, dir die Dinge zu zeigen. Sehr gut. Und wir kommen zur Mitte. Komm nach oben. Hol dich aus der Matte raus. Leg deine Hände ab. Und wir gehen in den Single Leg Stretch. Ganz langsam schieben die Beine nach vorne raus. Mach nicht den hier, sondern erstmal ganz gerade nach vorne. Probier das mal. Und das Knie auch nur so weit holen, dass es quasi kurz nach deiner Hüfte kommt. Also ein bisschen weiter als deine Hüfte nach vorne kommt. Und jetzt fühl mal, als würdest du in Honig oder so rein treten und versuchen, diesen Honig von deinen Füßen wegzukriegen. Das Gefühl, das solltest du dabei haben. Aktiv wegziehen, hindrücken, wegziehen und hindrücken. Sehr gut. Okay, halt dich oben. Wir haben noch einiges vor uns. Bring die Hände wieder hinter deinen Kopf. Wir gehen in den Criss-Cross. Also Beine gleich wie vorhin. Und der Oberkörper bewegt sich wie von hinten. Chest lift with rotation, crisscross. Und auch hier versuch wieder die Schulterrichtung gegenüberliegendes Becken zu bringen. Mach's bewusst langsamer, als du es normalerweise tun würdest. Und auch hier, hast du einen entspannten Nacken oder hast du einen steifen Nacken? Überleg mal, kannst du deinen Kopf noch ein bisschen mehr ablegen? Wir machen noch 5, 4, 3, 2, 1, halte dich, einmal die Beine oben, bring die Hände nochmal hinter den Kopf, falls du sie noch nicht mehr hast. Streck dann das eine Bein, das linke Bein, Richtung Decke, komm wieder hoch. Das rechte Bein geht Richtung Boden und du kreuzt zum Bein, das runter geht. 1, 2, 3, 4. Wenn du magst, kannst du auch nur das Bein heben. 5, 6, 7. 8, 9 und 10.
Sehr gut. Entspannen kurz den Oberkörper auf den Boden. Bringen dann das andere Bein, also das rechte Bein, geht Richtung Decke schön gerade. Und das linke Bein geht nach unten Richtung Boden, tippt ganz kurz und wir kreuzen von rechts aus. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und neun. Letzte. Zehn. Sehr gut. Von hier, wenn du noch kannst, ansonsten mach ganz kurz eine Pause. Bring die Arme nach vorne und wir machen Flutterkicks. Die Beine müssen dabei nicht voll gestreckt sein. Kannst auch ganz langsam machen. Ist anstrengender. Wir machen es einmal ein bisschen schneller. Mach auch ganz klein, wenn du magst, nur hier oben. Wir machen noch 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, und halte dich. Leg deinen Kopf ab, nimm das rechte Bein. Lass das linke Richtung Boden sinken. Wirklich schön verankert im Boden bleiben, als würde es dort festgeschnallt werden. Und jetzt versuche ganz langsam das rechte Bein zu strecken. Ansonsten greif es auch erstmal hier weiter oben und versuch es, auch wenn es nur hier ist, zu strecken und dich ganz langsam runterzuziehen. Versuch dabei nicht ins Hohlkreuz zu fallen und auch nicht den unteren Rücken ganz an die Matte zu drücken, sondern so neutral zu bleiben. Leichter Luftzug unter dir ist perfekt. Genau. Und soweit es für dich geht, ziehst du das Bein langsam ran. Und entspannst. Ich weiß, beim Dehnen zu entspannen ist nicht so einfach. Versuch aber jetzt mal mit deiner Muskelkraft im Bein das rechte Bein ein bisschen näher an dich ranzuziehen. Lass mal die Arme nicht so viel arbeiten, sondern lass mal dein Bein mehr arbeiten, dein Hüftbeuger. Damit er versteht, er kann die Richtung noch bewegen und dass er da auch mal aktiv hinkommt. Genau. Umso mehr du entspannst, umso weiter kommt das Bein zu dir ran. Nutze die Atmung, bei der Ausatmung immer so ein bisschen tiefer zu gehen. Sehr gut. Komm dann dem Bein nicht mehr ein Stück entgegen und wechsle die Seiten. Rechtes Bein verankert sich, linkes Bein merkst du vielleicht auch schon Unterschied jetzt ein bisschen. Zieh das Bein langsam auch zu dir ran. Sehr gut. Zieh dann auch aktiv mal ein bisschen die Muskeln, dass die Muskeln alleine arbeiten, dass das Bein dir mal entgegenkommt. Und die Arme sind nur so ein bisschen als Führung da. Sehr gut. Bring dann das Bein so weit, du kannst noch ein ganz kleines bisschen mehr. Zu dir, hol dich hoch in den Chestlift und wir machen den Hamstring-Pull. Wir wechseln aus, aus und aus, ausatmen.
Lass auch hier die Beine die Arbeit machen. Die Beine kommen dir entgegen. Werd ruhig ein bisschen langsamer. Und noch einmal jede Seite. Sehr gut. Leg den Oberkörper ab. Mit den Beinen tippst du 90 Grad Winkel zusammen. Bringst dann die Knie Richtung Kopf, indem du ganz langsam dein Becken vom Boden hebst. Das würdest du ein Blatt Papier unter dich drunter schieben wollen. Genau das ist die Bewegung. Du rollst dich quasi aus dem Becken aus und ganz bisschen ein. Ganz langsam. Volle Kontrolle in der Bewegung hast und keinen Schwung nimmst, weil das ist Schummeln. Weil wenn man das mit Schwung macht, kommt man da ganz gut hoch. Dann ist es relativ einfach. Wenn du es aber ohne Schwung machst, wirklich ganz langsam und jeden Moment selbst hoch musst, dann hast du mehr zu tun. Aber dann übst du diese schöne Kontrolle beim Hochrollen für die nächsten Übungen, die noch kommen und für alle ähnlichen Übungen. Deine unteren Bauchmuskeln sind dann schön stark. Wir machen noch 10. Nein, wir machen 5, 4, 3, 2 und 1. Ganz langsam. Hol dich langsam wieder runter. Sehr gut. Wir machen dieselbe Übung, mit den Füßen Richtung Decke, wenn du möchtest, ansonsten auch ganz leicht gebeugt. Und diesmal versuchst du, die Zehenspitzen Richtung Decke zu bringen, ganz hoch, gerade. Und dann wieder abzulegen. Auch hier versuchst du einfach kurz ein Blatt Papier unter dir durchzuschieben und möglichst entspannte Schultern zu haben. Ich habe da auch immer die Tendenz, meine Schultern anzuheben. Aber geh ganz Richtung Decke, ganz schnell dieses Papier unter dir durchschieben. Aber versuch es zu halten, aus deinen Muskeln raus. Mit der Ausatmung hebst du Richtung Decke an. Und wir machen noch 5. 4, 3, 2 und bei der 1 halten wir kurz für 3, 2, 1. Okay, entspannen ganz, ganz kurz. Machen wir das Ganze mal von hier unten tippen, wenn du kurz eine Entspannung brauchst, mach das. Streck die Beine nach oben und holst dich nach hinten rüber. Rollst dich einmal hoch. Roll dich wieder ab. Du tippst auf den Boden, bringst die Beine gestreckt und holst dich aus der Kraft, die du aufbringen kannst, nach oben und rollst dich nach hinten. Versuch dabei, den Nacken nicht zu sehr Richtung Bildschirm zu verdrehen. Guck mir lieber einmal zu. Wir machen es erstmal so. Tippen, strecken Richtung Decke und hochziehen. Für dieses Hochrollen, dass wir das aus unserer Kraft schaffen, dafür brauchen wir unter anderem diese Muskeln. Sehr gut. Und absetzen. Und hoch. Und
ziehe ich dich wieder nach hinten oben. Genau. Mit den Beinen parallel zum Boden. Und noch einmal hoch, roll dich über. Bleib hier hinten. Bring dann die Füße, also zieh die Zehen rein, öffne die Beine schulterbreit. Lass die Füße Richtung Boden sinken, wenn du kannst, dann die Beine leicht beugen musst, ist das okay. Gar kein Problem. Fühle diese Dehnung im unteren Rücken. Sehr gut. Und von hier streck die Füße aus und roll dich ganz langsam Richtung Boden wieder runter, indem du die Muskeln, die du gerade angespannt hast, langsam wieder loslässt. Und so ein kleines Kringel nach vorne. Kleines Herzchen zeichnen in der Luft. Sehr gut. Wir fangen nochmal an. Diesmal von hier. Schieben wir die Beine nach vorne raus. Lieber Kopf nach hinten. Holen uns gerade parallel zum Boden im Rollover. Füße ranziehen. Öffne die Beine schulterbreit. Lass die Zehen Richtung Boden sinken. Und dann rollst du dich ganz langsam wieder ab. Die Fersen wollen noch Richtung hintere Wand. Und du willst langsam nach unten und lässt ganz langsam los. Sehr gut. Wir machen das noch einmal. Rüber, nach hinten, ausatmen. Atme ein, öffne die Beine, lass die Zehen Richtung Boden sinken. Ansonsten dann halte sie ruhig ein bisschen in der Luft, wenn es dir in den Beinrückseiten zu viel wird. Und roll dich langsam durch jeden Wirbel einmal wieder ab. Und schließ die Beine. Sehr gut. Öffne dann die Beine zur Seite. Und bring sie über Kreuz zusammen. Auch hier kannst du es erstmal ganz langsam machen. Versuch mal die Beine aktiv so weit zu öffnen, wie du kannst. Und dann zu schließen über Kreuz, so weit du kannst. Wenn du das Ganze ein bisschen tiefer machen möchtest, dann hast du mehr Bauchmuskeln drin. Und ein bisschen weniger Bein. Innenseiten. Öffnen. Und schließen. Und schließen. Sehr gut. Von hier öffne mal ein bisschen kleiner und schließ wieder kleiner, ganz klein. Ich drehe mich zu dir, dass du das mal sehen kannst. Wir öffnen und schließen. Wir machen es ganz schnell, ganz kleine Bewegung. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Genau, wir schön die beiden Innenseiten aktivieren und so schnell du kannst. Zack, 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 zack. Sehr gut. Oh, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sehr gut. Von hier. Bring die Arme nach hinten lang, zieh dich einmal lang, veranker dich in der Matte mit dem Becken und den Füßen. Schön zusammen die Füße. Und atme aus. Hol dich hoch. In den Roller. Wir rollen uns noch einmal ab. Schön die Füße zusammen, ansonsten kannst du die Beine auch echt beugen und dich abrollen, wenn es mit dem Rücken etwas schwierig ist. Das ist eine schwierige Übung für Leute, die ein bisschen Hohlkreuztendenz haben. Und roll dich auf. Sehr gut. Roll, mach dich rund. Roll dich ein letztes Mal rund. Hol dich hoch, auch hier. Erstmal die Arme parallel bringen. Und dann ganz langsam hochrollen mit der Ausatmung. Die letzte Bewegung. Machen es noch einmal. Roll dich langsam ab. Ganz kontrolliert, schön. Arme nach hinten, atme ein. Atme ein bisschen vorne und dann atmest du aus. Und in dieser Ausatmung holst du dir den kleinen Schwung, den du brauchst, um dich ein bisschen höher zu holen. Sehr gut. Setz dich gerade auf, öffne die Arme.
Die Beine kannst du entweder zusammen oder ganz leicht auseinandernehmen, wie du möchtest. Dreh dich nach rechts auf. Atme zweimal aus. Ein im Wechsel. Atme ein, bleib auch rechts, zieh dich noch einmal ein bisschen länger und guck mal, wie weit du noch kommst, damit du dich ein bisschen dahin drückst. Nimm dann die Arme wieder vom Boden und vom Bein weg und halt dich in der Position. Geh zurück auf die andere Seite, dreh dich einmal rüber. Öffne wieder hier deine Arme und schau, du kannst da auch aktiv hin. Und dann kommst du da auch aktiv hin. Okay, wir legen einen drauf, wir machen die Arme in U-Form oder was auch immer das sein soll. W oder jedenfalls Hände Richtung Deck und öffnen zur anderen Seite. Die Bewegung kommt aus der Wirbelsäule, dem schrägen Bauchmuskeln, nicht aus den Schultern oder den Armen. Auch hier versuche, dass deine Beine sich nicht so sehr aneinander vorbei bewegen. Die haben eine Tendenz, sich so ein bisschen zu bewegen, versuch das zu unterbinden. Mach dich schön gerade. Naja, und wer Schwierigkeiten hat, gerade zu sitzen, ganz leicht die Knie beugen, hilft dabei auf jeden Fall. Wir machen noch die letzte Version, Arme Richtung Decke. Und du drehst dich mal mit den Armen Richtung Decke. Rücken sollte schön gerade dabei sein. Und wir machen noch zwei auf jeder Seite. Nach rechts. Links. Und rechts. Und links. Sehr gut. Öffne die Arme. Roll die Schultern. Jetzt habe ich was ganz Besonderes für euch. Bisschen schwieriger ist. Wir heben uns aus der Matte raus. Die Beine sind gestreckt nach vorne oder ganz leicht gebeugt. Wir müssen das Gewicht ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen vor dem Po verlagern und heben uns aus der Matte raus für 1, 2 und 3 und halten für 3, 2, 1. Und wir machen noch einmal heben für 1, 2, 3 und für 3, 2, 1. Haltet ihr. Ihr merkt, wie ich zitter. Machen es noch einmal. Heben uns raus für 1, 2 und 3. Und wir halten für 3, 2, 1. Sehr gut. Und von hier aus müssen wir, merkt ihr, den ganzen vorderen Teil müssen wir beanspruchen und die Schulter natürlich. Machen wir das Ganze. Wir heben uns raus. Schieben uns nach vorne raus in die umgekehrte Brücke. Und von hier Tricep Dips. Eins. Nach hinten zurück. Tippen einmal auf den Boden. Kommen hoch. Und Tricep Dips. Und hoch. Wem das zu viel ist, der kann auch einfach nur die Tricep Dips machen. Hoch. Und zurück. Einmal tippen im Boden, hoch und Tricep Dip. Wir machen noch 4. Tipp. Und hoch. Und 3, 2. Und 1. Sehr gut. War so ein bisschen eine ganz coole Übung, fand ich. Ich hatte auch noch eine Kleinigkeit überlegt. Ich werde ein ganz kleines bisschen überziehen. Und zwar kommt ihr hier an, im Vierfüßler. Die Hände zeigen ein bisschen zur Mitte. Ihr hebt die Knie an, öffnet dann zur Seite. Dreht euch um
Und hier zeigen die Finger nach außen. Und rüber, wieder zur Mitte. So viel Platz, wie ihr habt, müsst ihr gucken. Stabilisiert euch im Rumpf und in den Schultern. Wenn es sich gut anfühlt. Wenn es sich nicht gut anfühlt, könnt ihr auch einfach bleiben und halten. Mit einer schönen Plank. Und öffnen. Ich nenne es die Windmühle. Und zur Mitte die Knie parallel zum Boden. Öffne in so einem halben Tabletop und rüber. Und wir machen noch eine Runde. Jeder in seinem Rhythmus und so viel wie er will. Und zurück zur Mitte. Lass die Hände ruhig so. Machen jetzt dieser Schritt die Knie ruhig ein bisschen zurück, sodass du dich in einer schönen halben Plank hast. Und wir machen pectorales Push-Ups. Schön weit voneinander entfernt die Hände. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, kannst auch nur ganz kleine machen, sieben, acht, neun und zehn. Schieb dich was. Okay, lass dich langsam bis zum Boden sinken. Komm mit dem kompletten Körper auf den Boden an. Deine Nasenspitze berührt den Boden. Deine Hände kleben am Hosenbund. Und jetzt spann eine ganz lange Linie jetzt von deinen Zehen zwischen deinen Scheitel. Spann dich lang. Einmal schön lang. Und wenn du jetzt an dieser Linie ziehst, wie an so einem starren Stück Kunststoff, dein Bauch ist schön angespannt, ziehst du dich einmal hoch und lässt deine Hände Richtung Füße wandern. Das ist die Bewegung. Langsam wieder runter. Spann jetzt wieder schön diesen Bogen, diesen Faden zwischen Zehenspitzen und Scheitel. Durch den ganzen Körper. Dein Becken ist schön in der Matte. Du hast ganz schön starke Bauchmuskeln, die sich in die Matte graben wollen. Hol dich hoch. Deine Hände gleiten entlang des Hosenbunds nach unten Richtung Füße. Die Schultern mit unten. Oh, und ein letztes Mal. Komm hoch. Bleib oben. Bring den rechten Arm nach vorne, der linke bleibt hinten auf der anderen Seite. Öffne dann in einem Kreis, wechsel die Arme so hoch du kannst, als würdest du so hoch fliegen können mit den Armen, wie du kannst. Lass sie nicht absinken. Bleib oben. Der Bauch zieht schön ran und deine Schultern ziehen weg von den Ohren nach hinten, unten. Sehr gut. Ich habe schöne Kontrolle hier in der Bewegung. In der letzten Übung für heute. Und bring die Arme einmal beide nach vorne, halte noch hier für 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Drück dich nach hinten ab. Bring dein Becken Richtung Füße, Richtung Fersen und lass dich langsam in die Matte sinken. Atme tief in den unteren Rücken ein. Ich hoffe, du konntest ganz bei dir sein in dieser Stunde. Bleib ganz bei dir. Wir machen noch ein paar Dehnübungen, wenn du möchtest. Ansonsten bist du auch frei, deine Dehnung selbst zu machen.
oder vielleicht auch dieses 20 Minuten Stretching-Video zu machen, wenn du Lust hast, ihn noch ein bisschen länger zu strecken, den ganzen Körper. Komm hoch, circa hüftbreit aufstellen, zieh dich einmal lang, drück dein Becken weg von dir und zieh dich lang. Und von hier lass dann langsam dein Oberkörper ganz lang nach hinten sich in eine schöne Kurve bringen. Geh nur so weit, wie es sich für dich gut anfühlt. Bleib hier und halt dich auf dem Becken fest. Ansonsten, wenn du noch ein bisschen weiter gehen möchtest, geh weiter in die Camel Pose oder die Kamelpose oder wie auch immer man sie nennen möchte. Diesen schönen Bogen. Und öffne mal deine ganze Körpervorderseite. Zieh dich lang. Und atme immer schön flüssig. Wenn du magst, komm ganz langsam wieder zurück. Erst die Hände ablegen. Dann langsam wieder hochrollen. Und dein Becken wieder Richtung Boden bringen. Drück dich hier einmal ab. Und beug ganz leicht deine Knie und dann wechsel ab. Strecken und beugen. Du kannst dabei auch wirklich mal versuchen, so ein bisschen, als würdest du mit dem Hintern wackeln, die andere Seite wirklich so ein bisschen reinfallen zu lassen in diese Position. Als würdest du so stehen. Dann merkt man, da wird noch ein bisschen mehr von dem Muskel frei und der kann sich mal entspannen. Und dann merkt man noch ein bisschen mehr Zug. Zumindest tue ich das. Und viele, die ich dir schon gezeigt habe, auch. Vielleicht ist es ja bei dir genauso. Und lass dich reinfallen ein bisschen in diese Bewegung. Wir haben schön viel im Rumpfbereich und auf unterem Rücken, Becken trainiert. Die Verbindung zwischen Ober- und Unterkörper ist auch ganz gut, da jetzt mal ein bisschen Luft reinzubringen. Bisschen die Muskeln wieder mit Sauerstoff versorgen. Lass den Kopf ruhig hängen. Und eine letzte Dehnung machen wir noch. Bleib hier so sitzen, dass du stabil bist. Bring dann deinen Arm Richtung Boden und rum. Und öffne dann einmal rum. So einen schönen Bogen. Sehr gut. Und einmal rum. So, dass du eine schöne Zielkurve bekommst. Eine schöne Kurve. Ganz gerade. Und du kannst auch nach vorne gehen, wenn du magst. Und dich dann so dehnen. Wenn du magst, kannst du noch ein bisschen weiter öffnen, dann kommst du noch ein bisschen mehr in die Bauchmuskulatur. Sehr gut. Wechsel dann die Seite, den einen nach vorne, über hinten oder über vorne, wie du magst, zur Seite. Sehr gut. Löst dann auf. Wenn du magst, kannst du noch ein paar Dehnübungen für den unteren Rücken machen. Aber dann lasse ich dann dich machen, wie du das möchtest. Wenn du noch was da sein möchtest, machen wir noch eine ganz kurze Atemübung. Zwar legen wir dafür eine Hand oder beide Hände auf die Brust. Und machen so ein Kreisatmen. Normalerweise haben wir eine Atempause zwischen Ein- und Ausatmung. Wir lassen die mal weg.
Und machen wirklich mal. Eine Minute zwischen Ein- und Ausatmen, keine Pause lassen. Sehr gut, löst mich auf. Vielleicht hat es sich ja irgendwie mal anders angefühlt. Man denkt erst, man macht die Pause ja eigentlich trotzdem, aber wenn man sich dann so dran gewöhnt, so wie so eine Welle zu atmen, ist eigentlich eine ganz schöne Übung und ich wollte es dir mitgeben. Und nicht vergessen, die Flankenatmung üben, die ich in der letzten Stunde erklärt habe, in die Seitenatmung für die Pilatesstunden immer noch als Hausaufgabe. Sehr gut. Schönen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass du mitgemacht hast. Und ja, bis nächste Woche. Ich wünsche mir gerne Wünsche für die nächste Woche. Gerne in die Kommentare schreiben. Und genau, dann eine wunderschöne Woche dir und vielen Dank fürs Mitmachen.